Nahtoderfahrung bei Seven vs. Wild? Die neue Staffel Seven vs. Wild ging am Samstag los und in der ersten Folge wurden die Teilnehmer an ihren Standorten ausgesetzt. Dafür mussten sie aus einem fliegenden Helikopter ins Wasser springen und von dort aus ans Land schwimmen. Der Entertainer Knossi hatte jedoch ziemliche Schwierigkeiten und musste für diese Aufgabe bis an sein körperliches Limit gehen. Während des Schwimmens rang er um Atem und kämpfte sogar gegen das Ertrinken an. Ah, das Leben ist an mir vorbeigegangen? Ich habe mich komplett verabschiedet. Mit allerletzter Kraft schaffte es der Streamer dann Gott sei Dank doch noch an Land. Liked gern das Video und folgt unserem Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen wie